Hallo und herzlich willkommen im Wald. Auch wenn es manche Leute nervt, an dieser Stelle nochmal kurz der Seven vs. Wild Disclaimer. Der Seven vs. Wild Disclaimer beinhaltet die Information, dass Seven vs. Wild Content nicht für alle meine Zuschauer geeignet ist. Den einen oder anderen Zuschauer wird das nicht interessieren. In diesem Fall empfehle ich grundsätzlich den Konsum irgendwelcher alten Videos von mir. Oder ihr tut es euch halt doch an. In dem Fall möchte ich euch kurz erklären, worum es hier geht. Einmal die neuen Kandidaten, das sind Andreas Kieling und Joey Kelly. Die hat man vielleicht schon mal gehört. Ist sicherlich keine schlechte Idee und werden das Format hoffentlich bereichern. Gehe ich eigentlich schon von aus, dass das der Fall sein wird. Zweiter Punkt der Vorzusammenfassung ist, dass die Location feststeht. Das ist British Columbia und da kann ich zu Land und Ökosystem noch ein paar Takte erzählen. Das wäre dann vielleicht ein Thema, was euch vielleicht auch interessiert, falls ihr euch für British Columbia interessiert. Wo liegt das? Na, das ist schlicht und ergreifend der Staat von Kanada, der auch Vancouver enthält. Vancouver ist ja relativ wichtig. Oder Vancouver Island, was man schon 723.000 Mal auf einer Karte gesehen hat, wenn man mal jemals irgendeine Staffel von Alone geguckt hat. Zumindest die ersten Staffeln, die auf Vancouver Island stattfinden, weil sie da ständig Kamerafahrten nach Vancouver Island rein. Also Satellitenbild reinzoomen und dann zu den entsprechenden Kandidaten gemacht haben. So, und ansonsten möchte ich noch kurz darauf hinweisen, ich hatte recht. Ich habe nämlich behauptet, dass ich mir ziemlich sicher bin und sehr vermuten würde, dass das Ganze in British Columbia stattfinden wird. Und das tut es jetzt und ich habe gerne recht. Daher finde ich das wichtig, das kurz erwähnt zu haben. So, also liebe Zuschauer, die sich nicht für Seven vs. Wild interessieren, wie gesagt, das wäre jetzt für euch die grobe Zusammenfassung gewesen. Wenn ihr das jetzt doch irgendwie interessant findet, dann bitte seid mein Gast. Aber wenn nicht, tut mir leid, aber ihr habt das Bedürfnis dazu noch mal was zu sagen. Ansonsten gibt es aber im Verlauf der nächsten Woche auch wieder Videos, die damit nichts zu tun haben werden und andere zum Teil auch wichtige Waldthemen aufgreifen werden. Ich bin jetzt hoffentlich dann die nächste Zeit auch wieder ein bisschen fleißiger am Videos machen. Habe jetzt wieder ein bisschen weniger Waldführungen mit persönlicher Anwesenheit im Offline-Wald da hinten zum Beispiel. Also da nicht wirklich, aber im Offline-Wald halt. In Real Life, wie man so schön sagt. Und das hat mich halt sehr in Beschlag genommen. Ich habe jetzt einfach ein bisschen Päuschen gebraut, musste auch meinen Kreativitätsakku ein bisschen wieder auffüllen, meinen Spaßakku wieder ein bisschen auffüllen, ein paar Tage einfach mal gar nichts machen. Weil ja, die Wochen davor, da war schon wirklich sehr, 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 sehr viel los. Ne? Man ist selbstständig, selbst und ständig, wie es so schön heißt. Ja, aber ich brauche auch mal zwischendrin eine Zeit, wo ich halt gerade da mein Job gewisse Kreativitätsleistungen erfordert, muss da auch hin und wieder mal ein bisschen Päuschen möglich sein, einfach damit ich dann auch wieder weiß, was ich erzählen möchte und mir die Ideen nach Möglichkeit auch nicht ausgehen, beziehungsweise wenn sie mal kurzfristig weg sind, muss man ein bisschen Pause machen, bis wieder welche da sind. Das ist jetzt der Fall. Ja, also macht euch bitte keine Sorgen, da kommt jetzt dann bald also noch ganz viel in die Richtung. So. Ja, und dann möchte ich jetzt doch einfach noch mal kurz die Kandidaten durchgehen, sofern wir noch nicht letztes Mal groß drüber gesprochen haben. Survival Martin und Fritz haben wir letztes Mal groß drüber gesprochen, beziehungsweise gibt es nicht mehr großartig was Neues zu sagen. So, dann wären da zu nennen, beziehungsweise ein Finger, es ist ja jeweils ein Team. Gerrit und Andi, die Naturensöhne, die bereiten sich fleißig vor, haben da schon das ein oder andere spannende Video zugemacht. Bin ich total d'accord mit dem, was die bisher so tun. Einverstanden. Würde ich wahrscheinlich vieles genauso machen, nach wie vor. Finde ich super, sind meine persönlichen Favoriten. Also aus dem Kandidatenkreis, bei denen ich mir sehr wünschen würde, dass sie dann doch bitte 14 Tage durchhalten mögen. So, dann Nummer 3 ist Streamer Team A, nenne ich es jetzt mal. Und das ist jetzt böse und ich bin ein böser, ignoranter Mensch, aber ich interessiere mich wirklich nicht für die. Ich glaube, der eine nennt sich Papa Platte oder so ähnlich und wie der andere heißt, habe ich vollkommen vergessen. Das heißt nicht, dass ich irgendwie ein Problem mit denen hätte. Es interessiert mich nur nicht. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, das ist nur nett formulierter Hate. Ich bin in einer Welt groß geworden, da gibt es nicht nur Fandom und Hate, sondern noch eine riesige Abstufung dazwischen und tatsächlich gibt es in der Mitte vollkommen eine Neutralität, dass einem Leute einfach schlicht und ergreifend egal sind. Ich will denen weder was Böses, noch muss ich unbedingt wissen, was die 14 Tage in British Columbia anstellen. Ja, und genau da ist das Streamer-Team A, um Papa Platte einzuordnen, kann ich nichts weiter zu sagen. Ist mir egal. Dann gibt es Team B, das sind Rumatra und Trimax.
Da gibt sich zumindest der Rumatra Mühe, der hat auch inzwischen 24 Stunden, sagt er zumindest, im Wald verbracht oder halt zumindest mal eine Nacht mit anhängenden Teilen des Tages und da ein bisschen was geübt, ein bisschen was ausprobiert, ein kleines Schelterchen gebaut. Jetzt im Schelter bauen ist auch nicht so schwierig, das ist jetzt kein riesen Hexenwerk, das kann man tatsächlich innerhalb von 2 Wochen relativ gut lernen. Was noch fehlt, ist Feuer machen, das müsste dringend noch geübt werden. Nahrungsgewinnung ist damit auch noch längst nicht geklärt, aber wenigstens mal ein bisschen einen Shelter gemacht hat er. Er hat auch eine Kupferschale produziert, in der sich ein bisschen Wasser abkochen ließe. Das ist hilfreich, wird aber jetzt auch nicht den riesen Unterschied machen und den Weg zum Siege ebnen, dass man eine Kupferschale hat, in der man ein bisschen Wasser abkochen kann. Ansonsten eben sehr wenig Erfahrung offensichtlich beim Bewegen im waldigen Gelände. Das könnte noch zum Problem werden, weil da möglicherweise eine Verletzung passieren könnte, wenn man sich halt doch im waldigen Gelände belegen muss. Inzwischen habe ich auch rausgefunden, dass der Trimax immerhin mal bei Nerd in the Dirt oder so mitgemacht hat. Damit zumindest mal so ein paar Nächte draußen gepennt hat. Ich weiß nicht, ob er dann vom Otto mitgenommen wurde. Jedenfalls Gerüchten zufolge soll das so irgendwie gewesen sein, dass die da dann ein bisschen ein Profi geht mit einem Anfänger in die Pampa und macht da Dinge gespielt haben. Ja? Vielleicht ist das noch hilfreich, zumindest führt es dazu, dass er eine etwas realistischere Einstellung an manche Survival-Themen hatte, als der Rumatra sich das ausgedacht hat. Also die beiden im Gespräch führt gerne mal dazu, dass der Rumatra meint, das und das können wir machen und der Trimax darauf hinweist, das dauert ewig und kostet unglaublich viel Energie und wird total mühsam. Und die sich dann, also der Trimax so ein bisschen die Position einnimmt, das Ganze wieder ein bisschen auf den Teppich runterzubringen und zumindest einigermaßen realisiert, wie mühsam das Ganze eigentlich vielleicht eventuell werden könnte. Trotzdem, für die beiden ist es, glaube ich, dringend erforderlich, dass die in den ersten 2-3 Tage gutes Wetter ist, sonst haben die ein Problem. Insbesondere, dass der erste Tag gutes Wetter ist. Da haben die anderen natürlich auch Probleme, denen würde ich aber zum Teil eher, also außer dem Streamer Team A, würde ich aber vielleicht eher zutrauen, dass sie mal mit diesen Problemen auch irgendwie umgehen können. So, aber so viel dazu, also es ist nicht, sie geben sich Mühe. Das muss man auf jeden Fall positiv lobend erwähnen. Vielleicht werden sie ja doch dann ganz lustig sein. Vielleicht haben sie sogar ein paar überraschende Dinge gelernt und die Hoffnung, derjenigen, die es nicht schlimm finden, dass die daran teilnehmen, so laut den Kommentaren, sowohl bei Ihnen selber drunter als auch bei mir, besteht vor allen Dingen darin, dass es dann interessant sein könnte wohlgemerkt, zu sehen, ob der reine Durchhaltewillen, jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dass der vorhanden ist, fehlendes Wissen ersetzen kann, dass der Wille zum Sieg sozusagen dazu führt, dass sie trotzdem durchhalten, obwohl sie keinen Plan haben, was sie da eigentlich tun. Oder zumindest wenig Plan oder nur sehr wenig Zeit, vernünftige Outdoor-Techniken und Skills zu erlernen. So, ne? So, dann haben wir noch, wen haben wir denn noch? Das waren jetzt 4. Da gab es noch Sascha und Knossi, hatte ich die schon erwähnt? Naja, Sascha und Knossi muss man nichts zu sagen, haben wir letzte Staffel schon gesehen. Und dann gibt es jetzt eben noch neu, und das ist jetzt so der Kasus Knackus, Andreas Kieling und Joey Kelly. Und Andreas Kieling kennt man, also Joey Kelly kennt man erstmal, wenn man so alt ist wie ich, von der Kelly Family. Die war damals ja unübersehbar, zu der Zeit, als man zumindest Interesse an den Kellys vorgeben musste, wenn man mit irgendwelchen jungen Damen näheren Kontakt haben wollte. Weil wenn du gesagt hast, die findest du blöd, dann wollten die jungen Damen keinen näheren Kontakt mit dir haben. Und daher musste man Interesse heucheln und sich circa 3 Namen von Familienmitgliedern merken, die da irgendwie eine Rolle gespielt haben. Ich habe sie inzwischen wieder verdrängt, außer dass ich den Joey Kelly noch kenne, weil der halt eben auch noch anderes Zeug nebenher macht. So, unter anderem eben eine Survival-Wanderung durch Deutschland und an die erinnere ich mich auch noch. Das hatte ich ein bisschen verfolgt, weil er dazu beim Neberg, Rüdiger himself, gewesen ist, um sich ein paar Tipps dafür abzuholen und ein paar Skills anzueignen und das Ganze dann auch ganz gut durchgezogen hat und das war schon ganz in Ordnung, ne? Und, beziehungsweise eine tolle Leistung, weil ich hätte das nicht gekonnt, muss man auch klar machen, dass man hier, ich mag nicht zu viel Lob verteilen, ich will einfach nicht, aber als Extremsportler, der wirklich krasse körperliche Leistungen, zu denen ich niemals in der Lage gewesen wäre, bisher so gemacht hat, ist das schon definitiv ein toller Kandidat. Und dass der 14 Tage ohne Nahrung da rumhocken kann, schlimmstenfalls, ohne sich zu beklagen und schon gar nicht erst irgendeinen Ausstiegsknopf oder ähnliches drücken kann, weil er leid geprüft ist, allein dadurch, dass der Kerl auch schon ein bisschen älter ist, also ich glaube, was ist der, irgendwas Mitte 50, sowas um den Dreh, glaube ich,
Das bringt eine gewisse Lebenserfahrung mit, das könnte von Vorteil sein. Das wird mit Sicherheit von Vorteil sein, weil es hier ja nicht unbedingt darum geht, dass du in jugendlichem, super kräftigen Mode Bäume ausreißen kannst, siehe Sascha Huber und solche Späße, sondern vor allen Dingen zählt Erfahrung. Bei Alone gewinnen eigentlich auch nie die Jungspunde, sondern immer so gestandene Männer zwischen 40 und 60 gefühlt. Also nicht nur Männer, glaube ich, oder? Gibt es inzwischen eine Staffel, die eine Frau gewonnen hat? Weiß ich gerade nicht. Ist auch egal, will ich auch gar nicht wissen. Ich will mich ja nicht spoilern lassen, habe noch nicht alle Staffeln gesehen. Aber ich meine, es wären bisher meistens Männer gewesen. Wir sind auch einfach bekloppter, dass wir das länger durchmachen. Egal. Wie der auch sei, Joey Kelly sicherlich eine gute Wahl, also gerade was das Durchhaltevermögen und die Physis angeht, mache ich mir da gar keine Sorgen. Survival Skills hat er, wie gesagt, war beim Neberg, hat auch mal 10 Tage auf einer einsamen Insel gesessen und da eben mit den Ressourcen gelebt, die da so verfügbar waren. Also der hat definitiv Survival Skills. Ob er da jetzt unbedingt viel mehr hat als alle anderen Kandidaten, weiß ich nicht. Ich würde es aber vermuten. Zumindest vermuten. Ich habe nur keine Ahnung, was der jetzt genau kann und so weiter. Der macht ja jetzt hat ja keinen eigenen YouTube-Kanal, soweit ich weiß. So, der Keeling, was hat der auf dem Kerbholz? Schwer zu sagen, grob ist die Biografie folgende. Ist 16 geworden in der DDR, ist dann durch die Donau geschwommen zwischen, ich glaube, Tschechien und Österreich, wurde dabei angeschossen, ist dann bis zu dem Grenzpersonal der Österreicher gekrochen, die haben ihn dann aufgesammelt und wieder zusammengeflickt. Dann ist er Seemann geworden, war dann ein bisschen unterwegs und hat eben Tiere in fernen Ländern kennengelernt bei der Gelegenheit, unter anderem Australien. Ist dann, zumindest laut Wikipedia, hat er eine Ausbildung zum Berufsjäger gemacht. Er selber sagt immer, er sei Förster. Früher stand da auch mal Förster. Er hat auf jeden Fall als Förster gearbeitet, so viel ist sicher. Aber zumindest Wikipedia sagt, er hätte eine Ausbildung zum Berufsjäger gemacht. Das wäre dann schon ein Unterschied. Ein Berufsjäger ist nicht ein Förster. Auch wenn es teilweise früher, wohlgemerkt, da gewisse Überschneidungen gegeben hat und man dann vielleicht aus Personalmangel oder war gerade kein anderer verfügbar und so weiter, als Förster auch mal einen Berufsjäger vielleicht mal kurz rangelassen hat. Das weiß ich nicht, das war eine andere Zeit. Damals, heute wären Berufsjäger auf jeden Fall kein Förster. Da würde man auch nicht hilfsmäßig einen Berufsjäger zum Förster kurz mal dran lassen, weil das ist eine ganz, ganz andere Ausbildung. Nichts gegen den Berufsjäger, das sind absolute Profis auf dem Jagdbereich, absolut, ne? Also ganz, ganz qualifiziert, hochqualifizierte Leute. Ich weiß nicht, wenn er tatsächlich Berufsjäger gelernt haben sollte und seine entsprechenden jagdlichen Fähigkeiten aus der Phase noch besitzt, ergo auch pirschen kann und dann auch als Berufsjäger lernt man auch Fallenjagd, auf jeden Fall, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da den einen oder anderen Fang erwarten dürfen und vermutlich kann er auch angeln. Könnte ich mir gut vorstellen, aber weiß ich ehrlich gesagt nicht. So viel dazu. Danach ist er dann quasi auch schon Tierfilmer geworden und dann aufgefallen durch vor allen Dingen wirklich viele tolle Bildmaterialien von Großsäugetieren, unter anderem eben primär Bären, war sehr viel in Kanada und Alaska unterwegs, ist den kompletten Yukon runtergefahren und hat da die Route entlang jede Menge Bären beobachtet und viel mit denen zu tun gehabt. Ist also sicherlich einer der Bären-Experten, wenn man als Expertise die mit ihnen verbrachte Zeit heranziehen möchte, sicherlich einer der führenden Bärenexperten im deutschsprachigen Raum. Da gibt es noch ein paar, die vielleicht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Kontaktzeit mit Bären hatten, aber der Keeling ist sicherlich in der Top 5 irgendwo so. Was Andreas Keeling definitiv auch haben wird, ist erstens jede Menge Wissen über Kanada und alaskanische Lebensräume. Das heißt, er kennt sich da aus und hat da wirklich schon viel, viel Zeit verbracht. Das hat er auch allen anderen Kandidaten meines Wissens voraus. Ich weiß nicht, was Joey Kelly in Kanada schon so angestellt hat. Ich glaube, da war es nicht allzu vieles. Und als, ja, sehr gebildeter, was Wissen über die Natur angeht, wird ihm das garantiert auch was helfen. Insbesondere was den Umgang mit den Tieren dort vor Ort angeht. Also von einem Bär hat der garantiert keine Angst. Das hat er ja mehr als genug unter Beweis gestellt. Und da dürfen wir also davon ausgehen, dass durch die Anwesenheit von Bären, Wölfen und Pumas sich ein Andreas Keeling garantiert nicht erschrecken lässt. Im Gegenteil, er wird wahrscheinlich eher versuchen, den mit der Kamera auf den Leib zu rücken und da irgendwelches tolles Bildmaterial dann von diesen Tieren zu liefern. Und bisher hat er das zumindest überlebt.
teilweise nur knapp. Er wurde ja neulich erst vom Bär angeknabbert. Ich weiß da ehrlich gesagt gar keine Details dazu, hat mich nicht großartig viel interessiert. Bin auch kein ausgesprochener Keeling-Fan, muss ich an dieser Stelle sagen. Ja? Viele von uns sind es, aber ich gehöre da jetzt nicht so dazu. Das Problem, das ich mit dem Keeling so ein Stück weit habe, weshalb mir auch der nicht so richtig sympathisch ist, ich mich aber trotzdem freue, dass er da mitmacht, das ist eine gute Wahl und es ist sicher spannend, was der da so zustande bringen wird, garantiert. Ja, wirklich gut, aber wie gesagt, immer noch nicht so besonders sympathisch. Er ist ein gewisser Selbstdarsteller, das braucht man ein Stück weit natürlich in den Medien. Ein gesunder Narzissmus ist eigentlich für fast jeden Influencer und oder Fernsehschaffenden eine notwendige Voraussetzung, den Job vernünftig machen zu können, wüsste da niemanden, der nicht mindestens eine gesunde, teilweise auch eine ungesunde Portion von Narzissmus seiner eigen nennt, eine gewisse Egozentrik, hat er selber mal im Interview auch zugegeben, dass er die hat, ist da ebenfalls eine wichtige Eigenschaft, nur wirkt das auf mich manchmal bei manchen Leuten ein bisschen nachvollziehbarer und bei anderen Leuten ein bisschen weniger nachvollziehbar bzw. unsympathisch. Das muss ja, ist nur persönliche Einstellung, wie gesagt, sagt nichts über die Qualität eines Menschen aus, was ich von dem halte. Und daher, eben weil er sich in seinen Beiträgen doch gerne auch mal sehr viel selbst inszeniert und bedeutungsschwanger mit der Kamera über der Schulter über die Wiese laufen muss oder durchs Gebüsch oder irgendeinen Abhang rauf und runter läuft und so weiter. Und das so Shots sind, die im Grunde vollkommen sinnlos sind und nichts weiter dazu beitragen, außer dass man sieht, ja, dieser Keeling, oh, das ist schon ein krasser Kerl. Und auch dieses ständig mit der Kamera zu sehen sein müssen und dann gibt es irgendeine Aufnahme vom Tier und du hast aber keine Ahnung, hat die jetzt wirklich der Keeling aufgenommen oder war das irgendeiner der 37 anderen Kameramänner, die im Hintergrund rumrennen. Das irritiert mich und macht die jüngeren Beiträge vom Keeling für mich persönlich ein bisschen schwierig zum Angucken. Ja? Aber selbstverständlich hat er große Verdienste für die Tierfilmerei selber zu verantworten und das muss man auch neidlos anerkennen. Er hat einige wunderbare Aufnahmen eben zu Bären und anderen Tieren, auch in Afrika, jede Menge wunderbare Aufnahmen beigesteuert und ist sicherlich einer der bedeutendsten Tierfilmer, die wir in Deutschland so haben. Und eben mit seiner Outdoor-Erfahrung, indem er sehr viele Monate draußen verbracht hat, zum Teil auch nahezu allein oder tatsächlich allein, Jahre mitunter, fast ein Jahr unterwegs gewesen ist. Das bringt einfach enorme Outdoor-Erfahrungen mit sich und ob man sich jetzt da genau auf Survival-Fähigkeiten spezialisiert hat oder nicht, ist einfach dieses sich draußen zu Hause zu fühlen und die Geborgenheit im Wald zu spüren, die dieser erfahrenen Waldläufern bieten kann, ist sicherlich ein unschätzbarer Vorteil, den der Keeling vermutlich aus diesem Kandidatenumfeld am ehesten abrufen kann. Außerdem ist der Mann inzwischen über 60, glaube ich, und hat damit auch einen gewissen Erfahrungsschatz einfach, der ihm da sehr hilfreich sein könnte. Also Keeling und Kelly, die halten das problemlos durch. Da muss man sich wirklich gar keine Gedanken machen, dass das nicht der Fall sein könnte. Würde mich außerordentlich überraschen, wenn die überhaupt irgendwelche Probleme nennenswerter Art haben werden, weil sie einfach beide Entbehrungen auch gewöhnt sind und das ist definitiv das andere Ufer, beziehungsweise die andere Seite des Fahnenmastes, wenn man das mit den Streamer-Teams zum Beispiel vergleicht, insbesondere was Erfahrung angeht. Outdoor-Erfahrung viel mehr, also es gibt Leute, die haben noch mehr Erfahrung als ein Joey Kelly oder ein Andreas Keeling, aber das sind nicht mehr viele. Das muss man der Fairness halber wirklich sagen. Die haben ihr halbes Leben draußen verbracht und ein bisschen Musik gemacht zum Teil, wenn man das so nennen möchte. Töne gemacht. Böse, ja, ich weiß. Aber ja, es ist persönliche Meinung. Und aber der Kelly, wie gesagt, was seine Extremsportlerkarriere angeht, da ist der auch über jeden Zweifel erhaben und da sollte der auch in der Lage sein, da 14 Tage rumzusitzen, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Wie gesagt, schöne Ergänzung. Die werden das Notwendige sicherlich beherrschen, was Survival-Techniken angeht und das werden sie uns auch zeigen. Inwieweit die sich selbst filmen und Selbstdarstellung betreiben, der Keeling kann das. Definitiv, ja. Der Kelly, da wäre ich mir gar nicht so sicher, weil ich glaube, der hat sich selten nennenswert selbst gefilmt und ja, bleibt abzuwarten.
Ja. Aber was ich auf jeden Fall als Sympathiepunkt beim Caddy nochmal erwähnen möchte, dass er den Nähberg als Inspirationsquelle in seinem kleinen Vorstellungsvideo erwähnt hat, das rechne ich ihm hoch an und das gibt großen Sympathievorschuss. Also schöne Wahl des letzten Kandidatenpaares und damit bin ich ein Stück weit beruhigt, was die Entwicklung bei Seven vs. Wild angeht und könnte mir vorstellen, dass dann die beiden Streamer-Pärchen plus Sascha und Knossi zwar immer noch ein bisschen viele unerfahrene Teams sind, aber selbst wenn die alle drei rausfliegen sollten, ist dann ja immerhin noch ein bisschen was da, das dann vielleicht noch ein bisschen über Folge 8 hinaus einen bei der Stange hält. Ja, muss man abwarten, wird man sehen, aber das ist jetzt eher eine positive Entwicklung, definitiv. So, auch die Wahl der Location, definitiv eine positive Entwicklung, weil da lässt sich schon was anstellen. Was uns zu British Columbia bringt. Zur Region kann man jetzt zunächst mal sagen, das ist eigentlich eine der wärmeren Ecken von Kanada. Das liegt daran, dass sie eben direkt am Meer gelegen ist und zwar nicht am nördlichen Polarmeer. Also sprich, Nordkanada ist ja auch der komplette Bereich an der Küste gelegen, nur ist halt ums Nord, ne, quasi nächster Halt Nordpol sozusagen und der ist ja nur eine Eisscholle bekanntermaßen. Da ist natürlich relativ kalt und das wäre auch einfach nicht gegangen und wäre Quatsch gewesen. Ja? Aber der kleine Teil von vergleichsweise warmer Küste mit vernünftigen Wassertemperaturen, dass man da theoretisch sogar mal schwimmen gehen könnte, wenn man sich traut, das ist im Grunde British Columbia, ne? Also der Zipfel Pazifikküste, die Kanada eben noch zu bieten hat. Und es ist auch wirklich eine der wärmsten Ecken. Die flachen Landesteile von British Columbia werden fast ausschließlich landwirtschaftlich genutzt. Die nicht so flachen Landesteile, das ist die Mehrheit, beinhaltet fast nur Wald. Also das Gebiet hat unglaublich hohe Walddichte und innerhalb der potenziellen Waldgebiete ist der auch nahezu überall vorhanden. Das heißt, man kann sich, egal wo man in British Columbia unterwegs ist, solange es nicht in der Stadt ist oder gerade auf einer Straße oder sowas in die Richtung, kann man sich fragen, wenn man im Walde steht und da rumläuft und man kommt zu einer Fläche, die gerade mal kein Wald ist, da muss man sich auf jeden Fall fragen, das ist jetzt auch für die Kandidaten relevant, warum ist denn hier jetzt kein Wald? Warum wächst denn hier jetzt kein Baum? Und dafür kann es eigentlich nur eine kleine, relativ kurze Liste von Gründen geben und keiner davon sollte unbedingt dazu führen, dass man da sich allzu lange aufhalten möchte. Nämlich Grund Nummer 1, du bist einen Berg hochgeklettert und jetzt ist kein Wald mehr da, weil du inzwischen im arktischen Lebensraum angekommen bist und Baumwachstum gar nicht mehr möglich ist. In dem Fall macht es keinen großen Sinn, sich da aufzuhalten. Da wird es keine nennenswert interessanten Ressourcen geben. Es kommen noch ein ganz paar zusätzliche Pflanzen in Frage, die eher im Tundra-Lebensraum zu finden sind und Beeren tragen und daher potenziell essbar wären, die man weiter unten gar nicht finden kann. Aber das sind so wenige und das lohnt sich nicht. Und die muss man dann außerdem vor Ort erstmal haben. Das heißt, in diesem Fall wäre es eine blöde Idee, aus dem Wald rauszugehen. So, zweiter möglicher Lebensraum, wo plötzlich kein Wald mehr, es sind unglaublich trockene Felsklippen oder unglaublich steile Felsklippen, wo sich einfach kein Wasser halten kann und daher der Wald verschwunden ist. Da rumzukraxeln wäre schlicht und ergreifend lebensmüde, müssen wir nicht weiter drüber reden und Ressourcen findet man da auch keine. So, und dann gäbe es noch den dritten Punkt, es ist kein Wald mehr da, weil für Wald zu nass. Und das wird sicher sehr, sehr oft der Fall sein, wenn man denkt, oh, wir könnten da prima am Fluss entlang gehen, da ist mal ausnahmsweise kein Wald und da kommt man super ins Landesinnere oder kann mal eine größere Strecke zurücklegen? Nein, kann man nicht, weil wenn entlang des Flusses kein Wald ist, dann ist da deswegen kein Wald, weil da halt ein Feuchtland ist. Das kann ein Hochmoor sein, das kann ein Niedermoor sein, das kann das sein, was man allgemein als Sumpf bezeichnet, aber keiner dieser Lebensräume ist nennenswert gut geeignet, um da durchzulaufen. Falls es sich um ein Hochmoor handelt, wäre es sogar hochgradig lebensgefährlich. Steckt man einmal im Moor, man geht da nicht unter, man hat selbst zu viel Auftrieb. Also das Gerücht, man würde im Tor versinken, blub, 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 und dann ist man weg. Das stimmt nicht. Man versinkt so weit, blub, 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 ungefähr zur Hälfte. Und dann steckst du aber so weit drin, dass du von alleine nicht mehr rauskommst oder nur noch sehr, sehr langsam rauskommst. Kannst du schaffen, wenn du die richtige Technik anwendest. Das ist so ähnlich, wie wenn man ins Eiswasser einbricht und dann sich auf die Eisscholle wieder rausziehen muss, ohne dass die wieder abbricht. Möglichst flach machen, möglichst
viel Auftrieb sich verschaffen, indem man sich mit hoher Körperspannung gerade in die Flüssigkeit reinlegt und dann langsam ein Bein, ein Arm ans rettende Ufer, sofern man es überhaupt zum rettenden Ufer geschafft hat, oder irgendeine andere Struktur, im Fall von Moor eine Bulte, Bulten- und Schlenkenlandschaft. Bulten sind die Dinger, die einen tragen, die kleinen Köpfchen im Moor, die Schlenken sind die wasserführenden Schichten dazwischen, in denen man untergehen kann. Das heißt, auf so eine Bulte möchte man drauf. Und das ist, wenn man direkt eine nebendran hat, nicht weiter schlimm. Ist man aber in einem fast nur noch aus Schlenken bestehenden Teil des Moores, beziehungsweise in den Moorsee oder Ähnliches gefallen, dann hat man tatsächlich ein Problem, weil dann ist die nächste Stelle, wo man sich wieder auf trockenen Boden oder ja eben sich rettenden Boden begeben kann, durchaus gegebenenfalls ziemlich weit weg. Und da muss man, wie gesagt, erstmal hinkommen. Ja? Und was einen, wenn man das nicht schafft, umbringt, ist schlicht und ergreifend die Unterkühlung durch das kalte Moorwasser. Moore sind immer sehr kalte Lebensräume und wenn man da zur Hälfte drin hängt, reicht das schon aus, dass man dann einfach komplett unterkühlt, weil einfach über den Unterkörper einem sämtliche Körperwärme verloren geht, von oben nicht mehr genügend Körperwärme nachproduziert werden kann. Man verbraucht sämtliche Energiereserven, verbraucht sämtliche Wärmereserven, die der Körper noch irgendwo speichern kann und ist dann insbesondere in weit im Norden liegenden Klimazonen innerhalb von 24 Stunden, nachdem man im Moor steckt, spätestens erfroren. Heißt jetzt nicht, dass da die Kandidaten nicht noch gerettet werden könnten, falls sie mal ins Moor fallen, haben dann hoffentlich ein GPS-Senderchen oder was auch immer sie zur Kommunikation mitkriegen dabei und können sich dann da retten lassen. Oder der Kamerad sieht denjenigen, der ins Moor gefallen ist, wieder raus, aber dann ist er trotzdem nass. Und da es keine Wechselklamotten gibt und die Schuhe vor allen Dingen ewig lange nass sein werden, nein, es gibt keine schnelle Möglichkeit, die trocken zu kriegen. Das dauert 3 Tage, bestenfalls, bis man, ohne sich den Schuh zu schrotten, diesen wieder trocken bekommen hat, weil ihn neben das Feuer zu stellen, wäre eine ganz dämliche Idee. Da geht die Sohle ab, da springt das Leder auf, da löst sich irgendwie sonstiger Leim, der im Schuh verwendet worden ist und. Wäre also eine ganz, ganz blöde Idee. Man kann heiße Steine in den Schuh reinstecken. Heiße Steine, nicht unglaublich heiße Steine. Das wäre dann wieder zu viel des Guten. Und ansonsten ist die schonendste Methode, einen nassen Schuh wieder trocken zu kriegen, die, dass man mit trockenen Socken reinsteigt, dann ein paar Schrittchen läuft, bis die Socken wieder nass sind, das Wasser quasi rausgezogen haben. Wenn man sich traut, kann man auch noch länger damit rumlaufen, so weit, dass man halt eben noch keine Blasen bekommt. Dann wird durch die Laufbewegung das Wasser auch langsam aus dem Schuh gedrückt, durch die Wärme des Fußes, die sich hoffentlich entwickelt, wenn es warm genug ist beim Laufen, wird der Schuh von innen langsam getrocknet. Das ist also auch eine valide Möglichkeit. Und dann nimmt man den Schuh halt, zieht man den Schuh wieder aus und trocknet seine Socken am Feuer. Dann hat man wieder trockene Socken, steigt mit den trockenen Socken wieder in den Schuh und der ganze Prozedere geht von vorne los. Mit der Methode macht man sich garantiert den Schuh nicht kaputt, aber dauert halt eben notfalls ein paar Tage, bis man dann seinen Schuh wieder trocken bekommen hat. Ja, und das heißt, da die Hose ja auch nass geworden ist, okay, die kann man am Feuer trocknen, das geht relativ fix, sofern man dann da eben noch ein Feuer hat und es da rechtzeitig hinschafft und gerade gutes Wetter ist. Das muss ja auch für die ganze Situation auch gegeben sein, dass man nicht bei schlechtem Wetter in so eine Situation geraten ist. Sonst hätte man wirklich dann relativ schnell einen Grund, den holt mich hier raus Knopf zu drücken. Und dann kann man langsam wieder trocken werden, während man halt eben jedes Mal frieren muss, sobald man eine Hose anhat und ohne Hose rumzulaufen, auch nicht so richtig schön ist. Daher, ja, die Tatsache, dass es keine Wechselklamotten gibt, das wird doch das eine oder andere Problemchen erzeugen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also es wäre, um darauf zurückzukommen, in British Columbia grundsätzlich immer eine schlechte Idee, den Wald zu verlassen. Lebensräume, die Wald beinhalten, sind da einfach stabiler und angenehmer, sich darin aufzuhalten. So, jetzt hat der Fritz ja diverse Bilder gezeigt. Da wollte ich noch gar nicht dazu kommen. Klima. Hat der Fritz noch ein bisschen was dazu gesagt und meint, es regnet wohl an 2 von 3 Tagen irgendwie sowas oder von 5 Tagen sind 3 Regentage und 2 Nichtregentage. Das ist ja eine ganz nette Info. Wichtig ist aber vor allen Dingen die Niederschlagsmenge und nicht so sehr die Niederschlagsverteilung. Regentag ist ohnehin relativ uninteressant, weil ein Regentag ist dann, wenn es an diesem Tag innerhalb eines großen Gebietes irgendwo einmal kurz 3 Tropfen Regen gegeben hat. Dann zählt das als Regentag und mit der Info kannst du nicht wirklich was anfangen, weil wenn das nur ein Regentag ist, bei dem 5 Tropfen runtergekommen sind, ist dir scheißegal. Wenn es ein Regentag ist, bei dem die Arche sich quasi um 10 cm erhoben hätte, hätte es mal so einen Tag gegeben, als eine Arche irgendwo gebaut war, dann ist Land unter.
Und das ist auch nur ein Regentag in Anführungszeichen. Entscheidend ist wirklich die Niederschlagssumme und die liegt in British Columbia zwischen 1000 und 3000 mm Jahresniederschlag. Mit durchaus ordentlichen Werten im August und September von so irgendwas zwischen ca. 100 Liter pro Quadratmeter bis hin zu 300 Liter pro Quadratmeter, je nachdem in welcher Ecke von British Columbia man sich da gerade so befindet. Ja, machen wir uns mal klar, 100 Liter pro Quadratmeter, das wären immer noch 3,3 Liter pro Tag durchschnittlich. Das ist ein guter Tag mit einem ordentlichen, ergiebigen Dauerregen in Deutschland. Ja. Also schon, so, es regnet mehr oder weniger den ganzen Tag durch und du bist nicht sofort nass, wenn du durch den Regen läufst, aber spätestens nach so 5 bis 15 Minuten bist du eigentlich ziemlich durchgeweicht und ohne Regenklamotten möchte man da nicht vor die Tür gehen und das gibt es halt den ganzen Tag. Das sind ungefähr 3,3 Liter pro Tag, ne? So in etwa, wenn sich's über den Tag verteilen würde. Oder es könnte auch mal ein heftiges Sommergewitter sein, das einmal so richtig runter macht. Kladderadatsch, wo du innerhalb von 5, 6, 7 Sekunden durchgeweicht bist, falls du drin stehst. Und danach ist das Ding dann wieder vorbei. Aber dadurch, dass der Regen mit richtiger Kraft runterkommt, bräuchte man dann halt auch ein halbwegs stabiles und ein bisschen wetterresistentes Dach, unter dem man sich verstecken könnte, wenn man keine Lust hat, diesen Regen allzu sehr abzubekommen. Auch das können 3,3 Liter sein. Jetzt gehen wir aber davon aus, dass die sich eher in der Küstenregion befinden werden, weil der Fritz ja was von Salzwasser gemunkelt hätte. Und in der Küstenregion sind wir dann eher bei 2.000 oder 3.000 mm Jahresniederschlag und weniger bei den 1.000. Das sind nämlich eher die trockenen Ecken von British Columbia. Und da sind wir dann also logischerweise bei 6,6 bis eben 9,9 mm Niederschlag pro, also Liter pro Quadratmeter pro Tag. Rein statistisch, rein durchschnittlich gesehen, wenn man den Monatswert auf 30 Tage runterbricht. Ja? Und 10 Liter pro Quadratmeter, das ist Land unter für deutsche Verhältnisse. Da bleibt wirklich nichts mehr trocken. Das ist also richtig, richtig beschissenes Wetter. Ein ordentlicher Regen, der alles nass macht und das ungefähr den ganzen Tag, wo man wirklich nicht ohne Regenklamotten drin rumlaufen möchte, wo man auch nasse Stiefel bekommt, wenn man doof genug ist, was anderes als Gummistiefel mitzunehmen, möchte ich an dieser Stelle nochmal unbedingt betonen. Nehmt verdammt nochmal Schuhe, Gummistiefel mit, Wandergummistiefel mit schöner Profilsohle, damit ihr nicht überall ausrutscht, aber nehmt Gummistiefel mit. Das wäre das Dümmste, was man machen kann, wieder mit so irgendwelchen bekloppten Schuhen, wie sie zum Beispiel in Staffel 2 teilweise mitgenommen worden sind, insbesondere was der Sascha dabei hatte. Pfui Deifel, bloß nicht. Ja? Also wer auf mich hören möchte und davon abgesehen, dass das wahrscheinlich sowieso keiner tut. Außer vielleicht die Naturensöhne. Winkt mit dem Zaunfall. Ja, also kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Die Einheimischen haben auch alle Gummistiefel. Ja, das ist typisch. Das ist da die Schuhkleidung im hohen Norden. Egal welcher Teil der Welt. Oder zumindest Stiefel, die halt eben sehr, sehr, sehr wasserdicht sind. Aber unbedingt Stiefel und irgendwas wirklich richtig, richtig, richtig wasserdichtes, insbesondere Gummistiefel, die kriegt man auch vergleichsweise schnell trocken, weil die sich ja nicht vollsaugen können, weil sie ja weitestgehend aus Gummi bestehen. Und so weit werdet ihr nicht wandern, dass ihr euch über schwitzige Füße aufgrund des Wanderns Gedanken machen müsst. Das sind keine riesen Entfernungen, die ihr da laufen werdet, habt ihr die Energie gar nicht zu. Also ganz, ganz wichtig, insbesondere in Anbetracht eben dieser zu erwartenden Niederschläge. Das heißt, es kann da durchaus Tage geben und das ist sehr wahrscheinlich, an denen man im Grunde sein Lager nicht verlassen kann. Da wäre es dann auch sinnvoll, haben ja auch viele in die Kommentare geschrieben, dass sie das für eine ganz wichtige Sache halten. Da stimme ich auch voll und ganz damit überein, dass das Lager dann auch groß genug ist, dass man da auch ein oder zwei oder drei massive Regentage in Folge halt einfach in diesem Lager rumsitzen kann und sich noch ein bisschen bewegen kann, sich ein bisschen die Beine vertreten kann und einfach mit der Langeweile klarkommt und mit der Verzweiflung, seinen kleinen Raum unter der Plane nicht verlassen zu können. Sozusagen. Ja. Damit muss man sich definitiv auseinandersetzen, dass das Wetter nicht nur gut sein wird. Und gerade deswegen ist es mir dann halt eben bei den Kandidaten relativ wichtig, eben zu erwähnen, dass die Outdoor-Erfahrung, das Wissen um Schlechtwetterphasen und der Umgang mit tagelangem miesem Wetter, das ist schon was wert, wenn man das schon ein paar Mal erlebt hat.
Und das sind für die unerfahrenen Teams einfach Situationen. Und das ist auch was anderes als auf der Tropeninsel, wo der Regen zwar auch durchaus kühl gewesen ist, aber auf keinen Fall lebensgefährlich. Da schon. Ja, also selbst wenn das eine warme Ecke von Kanada ist und wir eigentlich nicht von tieferen Nachttemperaturen als 5 Grad ausgehen müssen, und die muss es auch erstmal haben, eher mehr so 8 oder vielleicht auch 9 oder auch mal 10, sowas als Nachttemperatur, aber 5 könnte mal passieren. Ganz unwahrscheinlich, dass es sogar mal noch kälter wird, aber das ist extrem unwahrscheinlich. Ich kenne ja das genaue Datum auch nicht. Weiter in den September rein sind irgendwann auch 0 Grad mal möglich, aber das ist wohl nicht der Fall. Egal, jedenfalls, das sind Temperaturen, bei denen möchte man nicht total durchweichen, insbesondere ohne Ersatzklamotten und dann eigentlich nur mit der Möglichkeit, in den Schlafsack auszuweichen. Und man muss sich klar machen, bei so einem Starkregenereignis, wenn aus irgendwelchen Gründen das Shelter beschädigt wird, weil ein Ast drauf fällt, weil es grundsätzlich nicht gut gebaut ist, weil es zusammenbricht, weil man dumm dagegen rennt. Auch das kommt häufiger vor, als man denken würde. Und dann aus Versehen eben wie ein tragendes Element rausbricht oder da drin einfach umfällt und dabei das Ding einreißt. Das hat es alles schon gegeben, wäre alles nichts Neues und im Grunde auch nichts, womit man der Erste wäre, dem das passiert. Ne? Ich habe mein Zelt auch schon mal eingerissen, einfach weil ich so derart dämlich über die Zeltschnur geflogen bin, dass ich es hinterher nochmal aufbauen durfte. War noch alles ganz, war ja ein hochwertiges Zelt, aber ja, das kommt schon mal vor. Und dann wird der Schlafsack nass. Sobald einem das Shelter verloren geht, kann es einem passieren, dass der Schlafsack nass wird. Und sobald der nass ist, muss man entweder mit einem Schlafsack überstehen, wenn der andere noch trocken geblieben ist, und abwechselnd schlafen, bis man den Schlafsack doch noch vielleicht trocken bekommen hat überm Feuer, was erst möglich ist, wenn der Starkregen aufhört, weil bei 10 Litern pro Hektar und Jahr, pro Tag und Quadratmeter, so jetzt, da abkriegst du kein Feuer mehr zum Laufen, das kannst du vergessen. Es sei denn, du hast bis dahin ein Shelter, das sogar tatsächlich einen Ofen beinhaltet oder irgendeine Möglichkeit, wirklich im Trockenen noch ein klein wenig Feuer machen zu können. Betonung auf klein wenig, weil ewig viel Brennholzvorrat wird man dann auch nicht haben und da schlicht und ergreifend einfach nicht bevorraten können, der dann zur Verfügung stehen würde, über 3 Tage Sauwetter vernünftig Feuerle machen zu können. Und davon abgesehen, nach 3 Tagen Sauwetter, auch wenn man da direkt ankommt, nach so einer Phase zum Beispiel, muss man wirklich genau wissen, wo man vernünftiges Brennholz hernimmt, um dann überhaupt ein Feuer in Gang zu bekommen. Das muss man schon wirklich, wirklich genau wissen. Da hatte ich letztes Mal drüber geredet. Vor allen Dingen wichtig sind die Äste, die am Baum hängen, die abgestorbenen Äste, die wir an den Sitka-Fichten finden können, denn dazu komme ich dann gleich noch, die Wälder, die wir da gesehen haben, das sind Sitka-Fichten-Mischbestände, primär vermutlich wirklich Sitka-Fichte, hin und wieder garantiert auch noch mal ein paar andere Baumarten dabei, zu erwarten wäre noch Douglasie oder die Lawson-Scheinzypresse, die da vorkommt. Lawson-Scheinzypresse klingt jetzt ein bisschen fancy, haben wir bei uns in Deutschland auch immer mal wieder, sieht so ein bisschen aus wie Thuja, Thuja plicata, die übliche Heckentuja. Ja, man kennt sie als Hecke, man kennt sie als Hecke im Garten, auf dem Friedhof, ist aber eigentlich ein großer Baum. Und ja, Lawson-Scheinzypresse sieht fast genauso aus. Heißt übrigens Lawson, weil sein Herr Lawson damals entdeckt hat und daher der Name. Ne? Klingt ein bisschen komisch. Gut. Ja, also jedenfalls größtenteils Nadelbäume. Und übrigens noch ein ganz wichtiges Detail für die Feuermacher unter euch. Birke gibt es da nicht. Nur ganz vereinzelt, wenn es tatsächlich nicht auf Vancouver Island, sondern wirklich an der Festlandküste stattfinden sollte und ihr dann ein Stückchen in die Berge hochstapft, dann könnt ihr vielleicht eine Birke finden. Und diejenigen, die vielleicht weiter im Landesinneren an einem See abgesetzt werden, das könnte ja durchaus sein, dass es das auch geben wird, die hätten ebenfalls noch eine kleine Chance, eventuell eine Birke zu finden. Aber das ist auf keinen Fall Birkenland. Das ist nicht Skandinavien, wo die Dinger wirklich überall stehen. Oder Teile von Russland, wo die Dinger überall stehen, oder auch Teile von Alaska und sonstigen Regionen, wo die überall stehen, aber im Küstenbereich von British Columbia eher unwahrscheinlich. Erstmal keine Birke. Und wenn es doch Birken gäbe, müssten es außerdem noch junge Exemplare sein, weil die werden dann schnell, nachdem sie ein gewisses Alter erreicht haben, auch schuppenborkig und haben eben nicht mehr diese brennbare Birkenrinde, die wir alle kennen und schätzen, gelernt haben. Das spielt da auch nochmal eine größere Rolle.
Ja, und jetzt aber zu den Bildern, die der Fritz da noch gezeigt hat. Dazu hätte ich auch noch ein paar Takte zu erwähnen. Zunächst mal, bevor ich es vergesse, er hat da irgendeinen Teich mit Seerosen. Und zu dem Teich mit Seerosen sagt er, dass das doch ein Hinweis auf gute Wasserqualität sei. Jein, das ist gute Wasserqualität für Seerosen. Daher aber nicht unbedingt zwingend zum Trinken, weil Seerose muss ja von was leben. Und grundsätzlich gilt, hast du Wasser, in dem es Wasserpflanzen gibt, das ist so eine weltweit gültige Regel, dann ist das Wasser eher nicht zum menschlichen Verzehr geeignet, weil wenn es für Wasserpflanzen reicht, dann reicht es auch für Mikroorganismen. Und Mikroorganismen sind bekanntermaßen etwas, was man nicht im Wasser drin haben möchte. Also die beiden Seen, die da zu sehen waren, wären auch beide groß genug, dass sich ein Biber drin einnisten könnte oder dran einnisten könnte. Das ist sogar hochwahrscheinlich, dass da sich ein Biber wohlfühlt. Und damit wären wir dann auch wieder beim Thema Biberfieber und die Erkrankung, habe gerade vergessen, wie heißen sie denn? Giardia. Giardia, was eben durch Biberkot übertragen werden kann. Und damit sind solche großen Seen eigentlich in Kanada und Alaska immer gefährlich, eben durch diese Biber-Giardia. Also wenn man Wasser da draus nimmt, dann wirklich abkochen oder Natriumhypochlorid reinschmeißen. Mikropur auf gut Deutsch. Pforte, wohlgemerkt. Theoretisch auch Chlordioxid reinschmeißen, aber das ist auf jeden Fall noch weniger bekömmlich als Natriumhypochlorid. Daher würde ich dann schon lieber auf Mikropur zurückgreifen als einfach auf Chlordioxid. Dann sind die Dinger tot und dann kannst du das problemlos trinken. Ansonsten wäre Abkochen noch eine Option, aber wie man beispielsweise tatsächlich beim Rumatra sehen konnte mit seiner Kupferfaltschale, die ca. so 400-500 Milliliter sinnvoll nutzbaren Inhalt gehabt hat und Abkochen draußen richtig lange dauert, wie übrigens auch der Trimax erzählt hat und erklärt hat, ist Abkochen auf die Dauer zur Wassergewinnung für den Wasserbedarf, den man da oben haben wird, schlicht und ergreifend einen riesen Kraftakt, der einen Haufen Brennholz benötigt, einen Haufen Zeit benötigt. Da bist du am Tag 6-7 Stunden am Abkochen, wenn es dumm läuft. Brauchst dazu, wie gesagt, noch das entsprechende Brennholz, um auf deinen Wasserbedarf zu kommen. Und selbst wenn einer von beiden sagt, er muss nicht viel trinken, dann hat man auch schon fast verloren, weil wenn du dann anfängst, wenig zu trinken und Wasser sparen zu wollen und dich von vornherein dehydrierst, dann wirst du das auch nicht allzu lange überstehen. Fasten ist möglich, 14 Tage, schafft jeder halbwegs gesunde, einigermaßen dicke Mensch ohne bleibende Schäden, aber dann mit vernünftiger Mineralienversorgung. Vernünftige Mineralienversorgung bedeutet vernünftige Wasserversorgung und Wasser brauchst du in jedem Fall. Insbesondere beim Fasten ist es ganz, ganz wichtig, dass man genügend trinkt. Ja, aus beiden Gründen, Mineralien und eben schlicht und ergreifend Wasser. Und damit ist ein Abkochen in diesem Szenario mit der gegebenen Ausrüstung eigentlich im größeren Stil wirklich völlig unmöglich. Dafür bräuchte man einen großen, großen Topf, dann könnte man das effizient machen. Hätte dann aber immer noch das Problem, dass der Topf dann ständig beim Wasserabkochen sozusagen in Gebrauch ist, man das Wasser nirgendwo nennenswert speichern kann, außer eben in der einen Literflasche. Und man müsste sich was einfallen lassen, nicht noch irgendeine Wasserspeichergrube bauen, da kann es dann aber wieder verkeimen, muss man auch wieder ein bisschen vorsichtig sein. Insbesondere abgekochtes Wasser verkeimt hinterher sehr schnell. Wenn man einwandfreies Wasser abkocht und dann lange genug stehen lässt, dann könnte es sein, dass man es besser unabgekocht getrunken hätte, als das wieder verkeimte Zeug nach dem Abkochprozess. Das ist also auch schon alles vorgekommen. Da muss man also auch wieder ganz, ganz vorsichtig sein. Insbesondere wenn man neben dem Wasser sich aufhält, dann könnte es theoretisch sogar mit, wenn man dumm genug ist, das Ganze in der Nähe der Toilette zu tun oder jemand des Nächtens, weil er aufs Klo muss, nicht weit läuft, um aufs Klo zu gehen und dann sogar eine Verunreinigung des Wasserreservoirs stattfindet, dann ist das Ganze nicht gut, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ne? Also das sind so einen ganzen Haufen Sachen, die man da im Grunde im Hinterkopf haben muss, was die Anfängerteams kaum rechtzeitig alles recherchieren können. Die haben ja jetzt auch nicht mehr wirklich viel Zeit und haben ja noch andere Sachen zu tun nebenbei. Ich will ja gar nicht sagen, dass deren Job, wenn man das so nennen möchte, nicht auch irgendwo Arbeit machen würde. Ja, also die sind da schon beschäftigt und können sich da nicht die ganze Zeit jetzt in die Thematik einlesen und so weiter. Daher, ja, bin ich wirklich gespannt, wie die das hinbekommen, beziehungsweise befürchte halt nach wie vor, dass sie ziemlich schnell ausscheiden könnten und sie uns dann fehlen und dann der Platz halt vielleicht eventuell unterhaltsamer besetzt gewesen wäre mit jemandem, der kein so großes komödiantisches Talent hat, dafür aber da auch ziemlich wahrscheinlich zumindest mal ein paar Tage durchhält. Ja. Aber ist nur meine Meinung, muss man ja nicht unbedingt so teilen und vielleicht irre ich mich da auch. Ja,
Also, so viel zu den beiden Seen, die es da gab. Wenn Salzwasser verfügbar ist, das ist mal abgesehen davon, dass man damit eine schöne Salzquelle hat, um sich gefundene Nahrungsmittel geschmacklich aufzuwerten, weitgehend nutzlos. Da kann man auch schlecht sich drin waschen. Das funktioniert auch kaum. Da braucht man eigentlich schon Süßwasser, wenn man vernünftig sauber werden möchte. Es gibt diverse Pflanzen, die als Seifenstoff in Frage kommen. Da gibt es zum Beispiel auch Beeren, die relativ viele Saponine enthalten, die eben Seifenstoffe sind, mit denen man sich durchaus gut waschen kann. Haben auch die Ureinwohner damals getan. Und da gäbe es also durchaus Möglichkeiten für relativ viel Hygiene anhand der örtlichen Pflanzenwelt. Es gibt auch ein bisschen Erlen- und Weidengewächse, dann gerade außerhalb des Waldes, am Waldrand, am Übergang Moor zu Nadelwald, der eben der vorherrschende Waldtyp ist. Da kann man sich auch ebenfalls die Blätter schnappen, diese dann ein bisschen kleinstampfen, mit Wasser aufschäumen. Auch das gibt eine etwas brauchbare Reinigungswässerchenlösung, sage ich jetzt mal, mit der ein gewisses Maß an Körperhygiene durchaus aufrechtzuerhalten ist, auch wenn man jetzt nicht extra ein Stück Seife in die Flasche reingestopft hat. Bisschen Körperhygiene ist natürlich mühsam, ist mit kaltem Wasser verbunden, tut aber gut und wäre auf jeden Fall empfehlenswert, da man da ja auch zu zweit ist und sich schon noch irgendwie riechen können muss. Vielleicht auch in Situationen, wo wirklich Kuscheln angesagt ist, wo jetzt allerdings viele Teams Witze drüber machen, um sich gegenseitig warm zu halten. Das kann schon hilfreich sein. Ne? Und dann wäre so ein bisschen Körperpflege halt dann doch nicht die allerschlechteste Sache. Klar kann man auch 14 Tage durchstinken. Wenn man sich gut riechen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, funktioniert das auch. Aber das sind ja keine Pärchen, das sind ja immer nur Freunde. Und ob da unbedingt ein olfaktorisches Zueinanderpassen jeweils gegeben ist, das wage ich zu bezweifeln. So, die Wälder, die es da gibt, das sind wie gesagt weitestgehend Nadelwälder. Sind sie dunkel genug, ist unten drunter nicht viel an Bodenvegetation zu finden. Hat den Vorteil, dass man sich gut fortbewegen kann. Hat den Vorteil, dass man sich da viele trockene Äste abbrechen kann für ein Lagerfeuerchen. Insbesondere Sitka-Fichten-Reinbestände sind in der Hinsicht ganz gut brauchbar. Blöde wird's, wenn dann ein bisschen Licht auf den Waldboden kommt. Das kann durch einen Sturm der Fall gewesen sein. Das kann durch Forstwirtschaft der Fall gewesen sein. Das wird alles kein Nationalpark sein. Ergo, die Wälder werden beforstwirtschaftet, häufig im Clear-Cut-Verfahren entsprechend gefällt. Das heißt, es gibt große Kahlschläge und dann wächst das Zeug der Reihe nach wieder nach. Aber auch in den Perioden, in denen es gerade am Nachwachsen ist, kann mal eine Katastrophe kleine Löcher in den Wald reißen, sodass eine gewisse Dynamik in die ansonsten an Fichtenreinbestand erinnernden Waldbilder erinnernd, ja, sieht nicht ganz so aus, gerissen wird. Ja? Und da kommt dann Jungwald hoch und da sollte man vorsichtig sein. Das ist ein Riesenrisiko, Faktor, dass man nicht versucht, durch Sitka-Fichtenwald mit kleinen Sitka-Fichten durchzulaufen. Das ist eine der am schlimmsten stechenden Fichten weltweit. Da kann man sich wirklich richtig böse verletzen, wenn man da irgendwie durchs Unterholz brechen möchte. Das geht so weit, dass man sich teilweise die Augen mit Schutzbrillen schützen muss, dicke, fette Schutzbrillen, wo keine Stacheln durchgehen, wenn man tatsächlich mal vorhaben sollte, in so einem Sitka-Fichtendickicht unterwegs zu sein. Das ist davon abgesehen aber auch deswegen eine bescheuerte Idee, weil da der Bär drin hocken könnte. Und das eine, was man zu Bären auf jeden Fall noch wissen muss, ist, dass es eine richtig doofe Idee ist, die zu überraschen. Was dann eben auch, das hat der Fritz ja auch korrekt gesagt, bei Flächen, wo dann halt doch ein Dickicht im Walde zu finden ist, aus zum Beispiel Farnhaus, zum Beispiel irgendwelchen Gräsern, insbesondere der Blechnum spikant, der Wurmfarn, ist ein durchaus häufiger Vertreter der Farne, den wir auch in Kanada finden können. Der wird auch da im Küstenbereich sehr häufig zu finden sein und ein ziemlich großes Farndickicht tatsächlich bilden können. Und darin versteckt sich auch durchaus ganz gerne der Bär mal oder ist da drin einfach unterwegs, weil er von A nach B möchte. Und wenn man es dann schafft, sich da tatsächlich dummerweise anzuschleichen und nicht laut genug unterwegs ist, auch ein wichtiger Tipp, immer schön laut unterwegs sein, also immer schön irgendeinen Knoss die Sascha-Song singen für Knossi und Sascha und für alle anderen auch. Und außer man ist der Keeling, dann braucht man das nicht. Die Bären kennen den ja schon, kriegen Angst, wenn er kommt und wollen nicht schon wieder gefilmt werden, was auch immer. Jedenfalls
Das wäre ganz wichtig, dass man die einfach nicht überrascht. Daher ist in so einem Dickicht unterwegs zu sein wirklich eine blöde Idee. Gleichzeitig ohne Dickicht bzw. ohne Bodenbewuchs im dunklen Nadelwald hat man auch keine Chance, pflanzliche Ressourcen zu finden. Ein paar essbare Pflanzen gäbe es da zur Ort nämlich schon auch, bzw. beerentragende Pflanzen. Das Gute bei den nördlichen Lebensräumen ist nämlich, dass durchaus Beeren in größeren Mengen von ein paar Vertretern vorhanden sind. Zum Beispiel ist das die Heimat, eine der, ist ein relativ großes Gebiet, wo sie vorkommt, aber man könnte in dieser Ecke durchaus die Cranberry erwarten dürfen. Die schmeckt jetzt nur begrenzt lecker, ist auch relativ bitter und ein bisschen sauer im Geschmack, aber ist durchaus essbar und wenn es die da gibt, dann in größeren Mengen und dann könnte sie durchaus die Speiseplan relativ gut bereichern und zumindest so für ein bisschen Kohlenhydrate über den Tag sorgen, die entscheidend dabei helfen könnten, die Zeit nicht ganz so geplagt von Hunger zu überstehen. Durchaus vorstellbar. Ich mache aber gleich noch einen Voice-Over-Teil zu allen möglichen Pflanzen, die da vielleicht eventuell noch nützlich sein könnten, weil das Video noch viel zu kurz ist und dann dringend noch ein Voice-Over-Teil zu den Pflanzen von British Columbia, die wichtig und oder sehr ziemlich gefährlich sein könnten. Wie zum Beispiel der Gift-Sumach bzw. der giftige Efeu oder andere Sumach-Gewächse. Efeu bei uns zulande, der kann auch mal giftig sein bei Kontakt, wenn man empfindliche Haut hat. Sollte man nicht unbedingt durchs Efeu Efeu-Dickicht laufen und solche Späße, aber im Großen und Ganzen ist unser heimischer Efeu Hedera helix relativ harmlos. Die haben da aber den berühmten Gift-Efeu und weil in amerikanischen Filmen der und vom Gift-Efeu die Rede ist, denken viele Deutsche, wir hätten auch einen Gift-Efeu bei uns, den gibt es hier aber gar nicht. Wir haben nur den ganz normalen, der ist vergleichsweise, also der ist übrigens auch giftig, also essen sollte man den nicht, aber zumindest zum Reinlaufen ist der vergleichsweise harmlos. Anders halt eben der Gift-Efeu, der erzeugt Kontaktdermatitis, sowas in die Richtung und kann bis zu schlimme, wirklich böse Hauterkrankungen auslösen, wenn man da das Problem hat, dass man da durchläuft. Und da auch der eher an den Stellen wächst, wo auch die anderen Sachen wachsen, wenn mal genügend Licht dafür vorhanden ist, wäre ein Durchstreifen des Unterholzes immer eine etwas risikoreiche Angelegenheit. Ja? Und ein paar tödliche sonstige Giftpflanzen gibt es natürlich auch noch, aber die sind eher relevant, wenn man sie aus Versehen futtert. Und da sollen die Kandidaten ja, glaube ich, auch noch ein recht ausführliches Briefing dazu bekommen, was es denn genau konkret vor Ort für Giftpflanzen gäbe. Vertreter wären zum Beispiel potenzielle, sehr tödliche Vertreter wären irgendwelche Eisenhutgewächse, die gibt es da oben auch. Die sind in Gesamtkanada und Alaska zu finden. Ich weiß gerade nicht, welcher Eisenhut da jeweils vorkommen könnte. Ob der blaue, ist der zirkumpolar? Ich glaube fast ja, dass man sogar den blauen Eisenhut finden kann und da kannst du eigentlich im Grunde wirklich ein Problem mitkriegen. Der kann auch durch die Haut übrigens schon Vergiftungserscheinungen auslösen, also schon beim Berühren der Pflanze, also auch wieder was ganz, ganz Schönes. Und sobald man da irgendwas dermal zu sich nimmt oder gar Kontakt mit Blut hat, also das Zeug in eine Wunde gerät, da reichen winzigste Mengen und dann hat man das Zeitliche gesegnet. Ja, nur um hier nochmal ein bisschen Panik zu verbreiten. Erstens, weil es Spaß macht und zweitens, weil es tatsächlich so ist. Natürlich ist das unwahrscheinlich, dass man da jetzt aus Versehen an den blauen Eisenhut gerät oder an anderen Eisenhut, die sind alle sehr, 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 sehr giftig, dran gerät. Ja? Wie gesagt, Nutzpflanzen kommt dann später noch. Ja, aber das ist es im Großen und Ganzen, was man mit der Landschaft erwarten darf. Geht man von der Küste weg, geht es stetig bergauf. Da gibt es ein komplettes Küstengebirge durch gesamt British Columbia, das sehr bald beim Verlassen der unmittelbaren Küstennähe zu starken Aufstiegen führt, wo man einfach nicht hoch möchte, wenn man nicht vernünftig Nahrungsmittel zur Verfügung hat. Die Seen, die wir da gesehen haben, die mögen noch irgendwelche kleinen Bergseen bereits im unteren Küstenbereich sein. Also Küstengebirgsbereich sein. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Kandidaten allzu weit auseinander abgesetzt werden, weil einfach dann die Rettungsinfrastruktur nicht aufrechtzuerhalten ist. Drum können die nicht allzu weit im Landesinneren sein und es ja auch Küstenkandidaten geben wird. Ne? Gut, ja. Also so viel im Wesentlichen grob zur Infrastruktur, die wir da erwarten dürfen. Nochmal Sitka-Fichtenwälder sind für Holz super, für Bauressourcen super. Sitka-Fichtenholz eignet sich hervorragend. Das habe ich auch schon mal in meinen Nadelbäume in Kanada und Alaska Video näher ausgebaut. Eignet sich hervorragend für Bauprojekte aller Art. Sofern man dann die Äste abbekommt, die Dinger können relativ astig sein. Daher wäre die Mitnahme von irgendeinem Sägegerät dann vielleicht doch eine ganz
gute Idee. Vielleicht auch eben ein Sägegerät, das längere Zeit funktioniert und nicht nur eine Einwegsäge, die fünfmal sägt und danach ist er kaputt. Würde das Leben auf jeden Fall leichter machen, eine vernünftige Sägemöglichkeit dabei zu haben. Inzwischen hat sich ja bei vielen Kandidaten diese Kettensäge, die Handkettensäge, als durchaus brauchbar herausgestellt. Ich habe so ein Ding noch nie benutzt, ich werde mir jetzt auch nicht extra eins kaufen, aber könnte mir dann durchaus vorstellen, dass das eine ganz gute Alternative wäre, sowas dann auch noch mitzunehmen, damit man da halt eben vernünftig Dinge entasten kann, auch wenn das damit wahrscheinlich ziemlich lange dauert, aber man kann es und die geht nicht gleich kaputt. Und ja, vielleicht auch noch eine kleine Handsäge, die wäre für Entastungszwecke ja nochmal deutlich besser geeignet, so man dann eben den Platz in der Flasche findet, obwohl da eben noch genügend Sheltermaterial rein muss, weil Feind Nummer 1 wird das Wetter und der Regen sein. Und davon abgesehen, übrigens, wenn man den Wald verlässt und sich irgendwelchen sumpfigeren, moorigen Gegenden nähert, da gibt es übrigens durchaus auch diverse Nahrungsquellen. Das Moor enthält auch immer verschiedene Moorbeeren, zum Beispiel auch Moosbärchen. Im Fall von Kanada und Alaska gibt es das große Moosbärchen. Das ist essbar und kommt in großen Mengen vor und wäre durchaus eine valide Nahrungsquelle. Nur blöd, dass man dafür halt ins Moor müsste. Und selbst wenn man da weiß, wie man sich im Moor fortbewegt und da nicht versinkt, was ein Keeling zum Beispiel garantiert weiß, dann hat man immer noch das Problem, dass im Moor die diversen Mücken sind oder zumindest am Moor Mücken sind in wirklich sensationellen Ausprägungen und Mengen. Und das muss man grundsätzlich auch nochmal für diese Landschaft erwarten, dass man mit wirklich Myriaden von Stechviechern zumindest zu rechnen ist. Wenn die dann gerade vor Ort das dann doch nicht da sein sollten, dann herzlichen Glückwunsch. Und aber das könnte durchaus sein. So viel Mückenschutzmittel passt auf keinen Fall in die Flasche, beziehungsweise doch, aber dann ist die Flasche voll, dass man über 14 Tage da den Mücken mittels chemischer Keule entkommen kann. Irgendein kleines Kopfnetz noch mitnehmen wäre durchaus eine Überlegung. Zumindest für denjenigen, der gerade schläft, mindestens mal ein Kopfnetz, damit, wenn wirklich gar nicht mehr möglich ist, vor lauter Mücken schlafen zu können, einer wenigstens schlafen kann. Oder ein kleines Stück Mückenschutzgewebe, was man dann in den Schlafsack einkleben kann, noch mit ein bisschen Panzertape oder sowas in die Richtung, dass irgendein Mückenschutz gegeben ist, zumindest für die Nacht. Würde ich auch noch wirklich wärmstens empfehlen, das irgendwie zu versuchen, in die Flasche reinzubekommen. Das kann der geistigen Gesundheit sehr, 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 sehr förderlich sein, weil die sonst durchaus in Gefahr geraten könnte, weil man von den Viechern sozusagen zu Tode genervt wird. So. Also das jetzt so meine paar ergänzenden Kommentare zur Landschaft, was ich über die Landschaft so weiß, was ich aus vergleichbaren Wäldern anderer Kontinente, ehrlich gesagt, nur persönlich erlebt habe. Aber da das ein Waldökosystem ist, bin ich halt da trotzdem in der Lage, ein bisschen was zu erzählen, weil das halt eben nun mal mein Fachgebiet ist. Ja, ich glaube, das langt an dieser Stelle. Wer jetzt noch Lust hat, noch ein bisschen was über essbare Pflanzen in der Region zu erfahren, der kann für den Voice-Over-Teil gerne noch dranbleiben. Da bin ich aber jetzt gleich nicht mehr zu sehen, sondern nur noch ein paar Bilder von eben verschiedenen Pflänzchen, die relevant sein könnten. So, und ansonsten sage ich an der Stelle schon mal Tschüss als Ben vor Ort. Der Voice-Over-Ben, der sagt dann Sachen auch separat nochmal Tschüss. Ich entwickle immer mehr eine gespaltene Persönlichkeit zwischen dem Ben vor Ort und dem Voice-Over-Ben und dem Ben, der gerade einkaufen geht. Und nein, keine Sorge, so schlimm ist es noch nicht. Wünsche euch was. Vielleicht war trotzdem ein bisschen was dabei, was interessant gewesen ist. Und ist ja eine schöne Entwicklung. Also ich finde das gut und jetzt habe ich auch wieder Lust, mir das dann wahrscheinlich dann auch gerne anzugucken. Wahrscheinlich. Und ja, vielleicht muss man ja nicht alle Folgen gucken, wenn dann irgendwann zu wenige Kandidaten noch drin sind oder die dann nichts mehr zu tun haben, weil sie nach Drag 4 sich im Grunde eingerichtet haben und jetzt nur noch 10 Tage weiterhin rumsitzen müssen, bis die Sache dann vorbei ist. Werden mal sehen. Aber jetzt bin ich doch eher wieder etwas zuversichtlicher. Schauen wir mal. Ah, und ein letztes noch kurz. Ich fand es ganz interessant, wie der Trimax darauf reagiert hat, dass ihn alle hassen. Dass im Ankündigungsvideo vom Fritz zu der Trimax und der Rumatra machen damit wirklich ganz viele, gerade auch aus unserer Szene und auch unter meinem Video, waren ja ganz viele der Meinung, dass sie das auch sehr, sehr kritisch sehen, dass da diese Streamer-Nasen mitmachen sollen. Ich finde es aber schon interessant, wie böse
teilweise unseren Fritz-Videos dann an die, gegen die vorgegangen wurde, dass man die nicht haben wollte und dass die ganz furchtbar scheiße sind. Das kann ich dann wieder nicht nachvollziehen. Dass man die nicht will und lieber einen anderen Kandidaten, absolut nachvollziehbar, geht mir auch so. Dass man die deswegen persönlich angreifen muss, kann ich nicht nachvollziehen. Das ist halt wieder dieser wirklich grauenvolle Umgangston im Internet, da ja vermutlich auch die meisten Fritz-Zuschauer gefühlte 12 sind, hat man zumindest manchmal den Eindruck. Vielleicht führt das mit eben zu diesem wirklich furchtbaren Umgangston zum Teil da. Ja, also das ist doch völlig übertrieben. Ich meine, klar, man wünscht sich vielleicht einen anderen Kandidat, aber das macht doch die nicht zu schlechten Menschen und man muss die dann doch noch nicht wirklich beleidigen. Und da ja dann tatsächlich richtigen Hate, der diese Bezeichnung auch verdient hat, ausschütten. Das halte ich dann für doch ziemlich übertrieben. Ja. Ist bei mir in den Kommentaren weitestgehend unterblieben. Da war man nur traurig eben mit der Zusammensetzung der Kandidaten und fand das nicht gut, ohne die jetzt persönlich anzugreifen. Glaube ich zumindest, dass das so gut wie überall unterblieben ist. Vielleicht habe ich was übersehen, aber ich meine schon. So, aber jetzt wirklich als Ben vor Ort. Tschüss und wir kommen zum Voice-Over-Teil, wenn den noch hören möchte. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Dann auch mit Wasser. Völlig Serven vs. Waldfreien. Garantiert. Ja, dann herzlich willkommen bei Voice-Over Bens Pflanzenteil. Das da ist Camecyparis lawsoniana, also die Lawson-Scheinzypresse, die erkennt man an diesen Schuppenlaubform hier. Ne? Also das ist ein Nadelbaum offiziell, aber hat halt eben nicht so richtig Nadeln, sondern eben mehr dieses schuppige Laub. Sieht so ein bisschen aus wie Hefezöpfe. Ja, also wenn man sich's als grüne Hefezöpfe merken möchte, dann kann man das tun. Da sind die Zapfen, die da dranhängen. Die sehen auch nicht aus wie normale Zapfen. Und warum ist das Pflänzchen interessant? Das kann man eigentlich da quasi in jedem Wald potenziell finden, weil es eins der besten Bauhölzer ist. Und ich hatte sie letztes Mal, glaube ich, in meinem Bäume Nordamerikas Teil noch nicht erwähnt. Und wenn man die also finden kann und da drin dann abgestorbene Äste, runtergefallene Äste, Garn eins, einen umgefallenen Baum und es irgendwie geschafft hat, größeres Werkzeug mit seiner Flasche zu transportieren, dann wäre das Holz dieser Pflanze tatsächlich so ziemlich das beste Bauholz, was man da so finden kann. Da kann man sich auch ein Feschbarbrettle draus bauen und wenn man irgendwo eine Schale ausbrennen möchte, falls man das tatsächlich vorhat und weiß, wie das geht, dann würde sich auch hier eben unsere Lawson-Scheinzypresse dafür bestens anbieten. Theoretisch wären die Zweige auch ein ganz gutes Material zum Draufliegen. Die stechen nicht, die pieken nicht, die sind jetzt auch nicht besonders bauschig und isolieren nicht besonders gut, aber könnte man auf jeden Fall machen. Ist definitiv besser als Sitka-Fichte. Daraus ein Bettchen bauen, das will man ganz bestimmt nicht. So, nächstes Pflänzlein. Nur kurz der Vollständigkeit halber, eine Form vom Rippenfarn gibt es auch, ob das jetzt genau der Blechnum spikant bzw. Der andere lustige Spikant-Name, den ich nicht korrekt aussprechen kann, weil ich den zum ersten Mal lese. Ich kenne das Ding nur als Blechnum spikant, aber scheißegal. Jedenfalls der Rippenfarn bildet riesige Teppiche, insbesondere in Nordamerika und ziemlich undurchsichtige Waldbestände, durch die man einfach nicht durchlaufen sollte, weil man dann nicht weiß, wer sich drin versteckt. Und also wenn man doch durchlaufen muss, dann möglichst viel Krach machen dabei und nur, dass klar ist, dass das wirklich eine der perfekten Tarnungspflanzen für ja, zum Beispiel eben auch den Puma oder der Bär da drin sitzt und so weiter und so fort sein könnte. Ne? Gleichzeitig ist natürlich auch interessant durchzulaufen, wenn man Jagdbeute aufstöbern möchte. Auch kleinere essbare Kleintierchen verstecken sich da ganz gerne mal drin, aber da man ja sowieso keine vernünftige Jagdwaffe dabei haben wird, gehe ich mal schwer von Haus und das nicht gelernt hat, außer man ist Andreas Kieling, ne? Dann ist das ohnehin keine Option, da nennenswert auf die Jagd gehen zu wollen. Ob das der Kieling hinkriegt, wird man sehen müssen. Ne? Wird man sehen müssen.
Damit sind wir beim Beerenteil angelangt. Da geht es mir vor allen Dingen darum, jeweils die tatsächliche Frucht zu zeigen. Ist nämlich die Pflanze gerade nicht beerentragend und entdeckt man keine Frucht, dann ist die Pflanze auch weitgehend nutzlos. So wie hier auch die Black Huckleberry. Ja, diverse deutsche Namen, aber ich glaube, unter Black Huckleberry sie zu lernen, ist am sinnvollsten in diesem Fall. Gibt es in Deutschland in dieser Form auch nicht. Ist eine von vielen Huckleberries, die ersetzt ökologisch so ein bisschen die Blaubeere in Nordamerika, also unsere Vaccinium myrtillus, und ist auch mehr oder weniger am selben Standort anzutreffen. Soll heißen, das ist ein Strauch bis Zwergstrauch bis Strauch, heißt, wird so 30, 40 Zentimeter hoch, selten mal 1,50 Meter, sowas um den Dreh, und findet sich häufig auf besonders sauren Böden in lichten Wäldern, wo dann wirklich mal ein bisschen Licht durchs Kronendach kommt. Und dann können die ganze Dickichte bilden. Das ist dann prima, weil die sind nicht so hoch, dass sich da alle möglichen Tiere drin verstecken würden. Also außer man jetzt gerade wirklich eine 1,50 Meter hohe Dickichtvariante gerade vor sich. Aber auch da können wir als Zweibeiner ja noch bequem durchgucken und haben dann recht guten Überblick und müssen ja nicht furchtbar tief reinlaufen. Aber ja, man kann da jedenfalls relativ viele dieser Beeren dann ernten, wenn man Glück hat. Die wird auch vom Bär genutzt, also auch hier wieder möglich, diesem zu begegnen. Wobei zu der Zeit, in der Seven vs. Wild stattfindet, sind die Bären ja gerade auf Fisch aus und größtenteils auch gerade ziemlich satt und werden daher nicht im größeren Stil die Huckleberries abweiden, was sie normalerweise, wie gesagt, durchaus tun. Ja, und daher sind sie dann auch für denjenigen, der da überleben möchte, durchaus ganz interessant. Das dürfte so ziemlich eine der besten Beeren sein, die man da in der Region finden kann. Soll sehr gut schmecken, süß und ja, wirklich schmackhaft. Kann roh in beliebig großen Mengen, also fast beliebig groß, irgendwann hast du da auch die Schnauze voll, ne? Aber in wirklich großen Mengen verzehrt werden. Man kann sich auch einen Saft draus machen, einen Smoothie mixen, wie wir das bei Fritz in Staffel 1 gesehen haben. Das ist alles möglich und macht relativ wenig Probleme. Also wirklich vielleicht eine der besten Nahrungspflanzen, wenn man dann eben Glück hat und ein größeres Feld von ihr antrifft. Es könnte sein, dass man für den Zweck vielleicht ein kleines bisschen weiter hoch ins Gebirge steigen muss. Da werden die Wälder naturgemäß etwas lichter, als das an der Küste der Fall ist. Und da hat man vielleicht eventuell mehr Glück. Oder eben ein Stückchen weiter raus Richtung nächstes Hochmoor. Und im Übergangsbereich, wo zwischen Wald und Moor, ist auch häufig eine Zone, wo man solche Pflänzchen ganz gut und in größeren Mengen finden kann. Also auch da würde sich empfehlen, ein bisschen rumzulaufen, nur weil nicht in unmittelbarer Umgebung keine Black Huckleberry zu finden ist, heißt das nicht, dass weit und breit keine zu finden ist. Also ein Erkundungsgang, solange noch die Energie dafür da ist, würde sich möglicherweise durchaus lohnen. Ja, das da ist die kanadische Büffelbeere. Die ist theoretisch essbar, sie ist aber auch durchaus ganz interessant als Seifenersatzstoff. Da kann man auch Weiden finden, sofern man irgendwelche Weiden findet und sie dann erkennt. Ich habe sie nämlich jetzt hier nicht drin in der Auflistung. Aber vor allem die kanadische Büffelbeere ist ein wunderbares Material, um sich daraus eben Seife herzustellen. Ich hatte sie ja eben schon mal so ein kleines bisschen angedeutet, dass es da auch so eine Beere gibt. Sie ist auch essbar. Von den Indigenen wurde sie verwendet, um sie mit anderen süß schmeckenden Beeren zu mixen und die entstehende, ja, Beerenmatsche dann cremig aufzuschlagen, sozusagen, weil die darin enthaltenen Seifenstoffe eben dazu führen, dass das Ganze dann so ein bisschen Bläschen wirft und so eine Schaumbildung stattfindet. Dieser Schaum wurde zumindest von den Indigenen dann durchaus verzehrt und die fanden den wohl auch lecker. Ob das was für den deutschen Magen ist, das darf bezweifelt werden. Einige wenige Beeren dürften auf keinen Fall schadend sein. Findet man sonst nichts anderes zu essen und möchte mit den Teilen mal ein bisschen experimentieren, also wirklich, wirklich, wirklich schlimm vergiften kann man sich damit sowieso nicht. Dann wäre eine Option, einfach auch diesen Schaum herzustellen, also die Dinger klein zu matschen, schaumig mit etwas Wasser aufzuschlagen, den Schaum halt wegzukippen und die Dinger sozusagen durchzuspülen. Da bleiben dann auch nicht mehr allzu viele Nährstoffe übrig, also wenig, nur wenig Zucker, aber dafür sind die Saponine, also die Seifenstoffe, dann im Großen und Ganzen auch draußen und da kann man sich dann
das Ganze schmecken lassen. Ja, ist halt für Survival-Situationen, ist längst nicht so eine tolle Beere wie die Black Huckleberry, die wir gerade hatten. Die findet man bevorzugt auf nährstoffarmen Standorten, zum Beispiel irgendwelche Sandböden, irgendwelche Felsklippen, sowas in die Richtung. Da wächst sie ganz gerne, weil sie ihren eigenen Stickstoff fixieren kann. Die hat Knöllchenbakterien, die Luftstickstoff fixieren. Das hatte ich bei anderen Videos schon mal angesprochen. Das ist auch nicht so wichtig. Aber wer sie sucht, sollte auf möglichst nährstoffarmen und mageren Böden mit ansonsten eher karger Vegetation nach ihr Ausschau halten. Ist auch wieder ein Halbstrauch, also so 2-3 Meter hoch, sowas um den Dreh. So, und das hier ist eine Frucht der Apfelbeere, beziehungsweise es sind zwei Apfelbeeren. Die sind oben häufig so ein bisschen leicht behaart, sehen dann aufgeschnitten ein bisschen wie ein Apfel aus, deswegen heißen die auch so und haben auch so ein ja, apfelartiges Kerngehäuse ein bisschen. Auch wieder ein Halbstrauß, durchaus häufig anzutreffen. Die Chancen, also Apfelbeeren irgendwo zu finden, stehen ganz gut, dass die zu dem Zeitpunkt gerade reif sind, an dem Seven vs. Wild stattfindet, ebenfalls durchaus relativ wahrscheinlich. Die sind beliebt für Fruchtsäfte, Gelees, Marmeladen und ähnliche Dinge. Könnte man im Grunde aus der, in der Wildnis daraus auch herstellen. Und das wäre auch sinnvoll, weil der Rohverzehr der Früchte kann zu Problemen führen, die Kerne selber, wie bei fast allen Rosengewächsen, enthalten eine gewisse Menge Blausäure. Jetzt wird mir wahrscheinlich irgendwie irgendwer in die Kommentare schreiben, dass das nicht wirklich Blausäure, sondern eine Vorstufe davon und so weiter und so fort ist. Ist für uns in der Praxis vollkommen irrelevant. Vereinfacht ausgedrückt ist Blausäure drin und die ist nicht gerade sehr bekömmlich, ne, und kann sich im Körper auch anreichern. Das ist nämlich dahingehend blöde, weil wenn man davon immer kleine Mengen mampft, sodass man an dem gleichen Tag, an dem man es mampft, keine Probleme bekommt und am nächsten Tag auch nicht und am übernächsten Tag auch nicht, kann sich dann doch durch den häufigen Verzehr und den regelmäßigen Verzehr irgendwann genügend Blausäure im Körper anreichern, dass man dann doch mal eben eine Dosis zusammenbekommt, die dann Probleme macht. Das kann bis zu tödlich sein. Dazu habe ich noch ein lustiges Datenblatt. Habe ich natürlich auch von Wikipedia geklaut. Man kennt ja diese Sicherheitshinweise-Tafeln mehr oder weniger, wenn man da schon mal ein paar Mal häufiger was gelesen hat. Entscheidend ist vor allen Dingen, der Giftstoff nennt sich Amygdalin, hat eine molare Masse von, ja, das seht ihr ja selber, ist ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls der Schmelzpunkt liegt bei 223 Grad ungefähr, 226 Grad, heißt, man kriegt das auch nicht raus verdampft, aber es geht relativ schnell kaputt, auch wenn der Schmelzpunkt erst ziemlich hoch liegt. Das heißt, wenn man Dinge kocht oder noch besser sogar anbrät, theoretisch, also auf über 100 Grad erhitzt, die eben dieses Amygdalin enthalten, dann geht ein Großteil davon verloren, ein Großteil wird zerstört und es bleibt nur noch ganz, 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 ganz wenig übrig. Aber unten sehen wir die letale Dosis, den LD50-Wert. Das ist der Wert, den man als Erwachsener ja, pro Kilo Körpergewicht zu sich nehmen soll, kann von dem Zeug, bis man ja eben eine 50-prozentige Chance hat, daran zu sterben, so in etwa. Ja, also soll heißen, man sollte bitte möglichst sehr, sehr, sehr viel weniger als den dort an gegebenen Wert zu sich nehmen. Normalerweise enthält zum Beispiel ein Aprikosenkern, die sind besonders heftig, was den Gehalt von diesem Zeug angeht, der enthält etwa 2 Milligramm pro Kern. Und da kann man sich jetzt ausrechnen, wenn man so sagen wir mal 400 Milligramm von dem Zeug verträgt, wenn man eine Ratte ist, das kann bei Menschen ein bisschen abweichend sein, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir die gleiche Menge Gift vertragen wie eine Ratte, dann müsste man also schon eine verdammte Menge Aprikosenkerne mampfen, um da wirklich auf 405 Milligramm pro Kilo wohlgemerkt zu kommen. Das sind schon sehr, 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 sehr viele Milligramm. Aber wie gesagt, das Zeug reichert sich an und wird halt irgendwann über die Dauer, über täglich 2 Aprikosenkerne mampfen und dann hat man nach ein paar Jahren irgendwann auch die letale Dosis, also den LD50-Wert zusammen. Ja, und das ist der Knackpunkt. Und da, um auf unsere Apfelbeere zurückzukommen,
Jeden Tag eine Handvoll von den Dingern stellt überhaupt kein Problem dar, was den Frischverzehr angeht. Also wenn man insbesondere in seinem Alltag nicht gerne Aprikosenkerne futtert oder Bittermandeln oder andere Sachen, die besonders viel Amygdalin enthalten, dann wird das auch irgendwann wieder abgebaut. Es ist ja nicht so, dass es gar nicht wieder abgebaut wird, sondern halt eben nur langsam. Also Apfelbeeren wäre eine Nahrungsergänzung, die durchaus gangbar wäre. Die schmecken auch nicht schlecht, heißt es. Nur wenn man die Kerne eben mitfuttert, dann sollte man sich auf eine große Handvoll pro Tag vielleicht beschränken. Ja, also nur so als Tipp. Die Chalon-Scheinbeere, so sieht sie aus, wenn sie noch nicht ganz reif ist. Wer also sowas findet, könnte nach ein paar Tagen nochmal wiederkommen und hoffen, dass dann schon was Besseres draus geworden ist. Nee, so schnell geht das nicht. Aber ich wollte hier einfach mal noch ein bisschen ein anderes Foto bringen als nur das da. Aber darum geht's. Diese bläulichen, ein bisschen nach unten ausgefransten Beeren, die gar nicht so richtig beerig aussehen wollen, die können sowohl frisch als auch getrocknet gegessen werden. Und das wurde von den Indigenen auch immer entsprechend gemacht und galt da als normales, häufig verwendetes Nahrungsmittel. War eine dieser süßen Beeren, mit der man auch die Büffelbeere gemischt hat, um eben diesen Seifenschaum sozusagen herzustellen, der als Delikatesse galt und eben gerne gegessen wurde. Und da kam auch die hier in Frage. Das ist wieder wie alles, fast alles, ein Halbstrauch, wie immer in lichten Wäldern zu finden. Vielleicht hat man da Glück, tendenziell vielleicht eher zu den kleineren Gewächsen zählen und steht auch gern mal zwischen anderen Sachen. Also da sollte man dann schon gründlich die Augen offen halten, dass man eben auch dieses Pflänzlein hier entdeckt. Die Beeren sind auch wieder ganz leicht giftig, aber halt nur ganz, ganz, ganz leicht. Man darf eben durch den Gebrauch der Indigenen davon ausgehen, dass es sich hierbei nur um wirklich eine minimale Giftwirkung handelt. Die sollte also auch für einen europäischen oder beziehungsweise deutschen Magen kaum Problem machen und auch hier so ein bis zwei bis drei Hände täglich zu verzehren sollte problemlos möglich sein. Ne? Ja, wer auf mich hört, ist selber schuld. Nein, es gibt keinerlei Anzeichen, warum das nicht funktionieren sollte. Ist halt dahingehend immer ein bisschen problematisch, weil diese Pflanzen zum Teil derart mitten im Nirgendwo wachsen und so selten kultiviert bzw. verzehrt worden, dass außer eben historischem Wissen der Indigenen, das sich ein bisschen überliefert hat und es auch ins Internet geschafft hat, kaum Studien oder nennenswerte Untersuchungen zur Verwertbarkeit solcher Beeren existieren. Ne? Aber die dürften essbar sein. Hoffen wir's. Naja, jedenfalls haben wir es hier mit der großen Moosbeere zu tun. Die wird auch kulturell, also in Kultur angebaut. Das ist auch das, was wir hier gerade sehen können. Und dass das Ganze so seltsam komisch aussieht in der Bildmitte, liegt daran, dass das Feld unter Wasser steht. Das ist Absicht. Man kann die nämlich relativ leicht, die sitzen nur ganz wenig fest an ihren Stängeln, relativ leicht maschinell ablösen, indem man damit so ein Pflückdingens drüber fährt. Fragt mich jetzt bloß nicht, wie das heißt. Und wenn man dann vorher wohlgemerkt das Feld unter Wasser stellt, indem man da irgendwelche Dämme drumherum baut und dann eben Wasser reinleitet, dann schwimmen die Beerchen oben auf und können dann ganz einfach abgehoben werden, ohne die Pflanze groß zu schädigen. Danach nimmt man die Stauung wieder zurück, das Wasser fließt ab, die Beeren sind maschinell gesammelt im großen Stil und stehen dann zur Verfügung. Für denjenigen, der sie von Hand sammelt, ist das egal. Man kann die natürlich auch ganz einfach pflücken. Man muss jetzt nicht anfangen, Dämme zu bauen, um an Cranberries ranzukommen. Ne? Also in Englisch Cranberry kennt man vielleicht als Frau für Menstruationsbeschwerden oder Blasenentzündung oder sonst wie, werden die gerne als Hausmittelchen verwendet. Die helfen da auch rein wissenschaftlich gesehen ein wenig. Es gäbe aber bessere Medikamente, wenn man dann eher auf Antibiotika setzen würde und solche Späße. Hat man wahrscheinlich mehr davon, wenn es sich um eine bakterielle Blasenentzündung handelt. Was auch wie auch immer, aber ja, die haben eine gewisse Heilwirkung. Sie sind auch sehr gesund, enthalten einen Haufen Antioxidantien. Geschmacklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist so ein herb-bitterer Geschmack, teilweise auch ziemlich sauer. Und bei den frischen Beeren sieht das auch nicht anders aus. Die können auch wunderbar getrocknet und dann lange aufgehoben werden. Ist also eine Möglichkeit, sich im Herbst da riesige Vorräte anzulegen, um einen
Vorrat für den Winter zu haben. Also für Survival-Zwecke ganz interessant. Jetzt müssen ja unsere Kandidaten nicht bis in den Winter da bleiben, aber wer das müsste, der könnte durchaus versuchen, sich einen riesigen Vorrat an Cranberries anzulegen. Auch wenn die jetzt nicht wahnsinnig viele Kalorien haben, ist das immerhin besser als nichts. Und dazu noch ein Haufen geräucherter Lachs, ein riesiger Haufen geräucherter Lachs, den man irgendwo bärensicher aufbewahren muss. Da, spätestens bei letzterem habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll, aber das wäre eine Möglichkeit, tatsächlich Vorräte für den Winter anzulegen. Cranberries sind eine Hochmoorpflanze, wie auch unser heimisches Moosbärchen. Das hier ist das große Moosbärchen auf Deutsch, ne? Und ist dann auch damit der einzige Grund, ein Hochmoor mal zu betreten. Ich hatte ja schon beim, also der Ben vor Ort hatte ja schon ausgeführt, dass im Hochmoor rumstapfen durchaus gefährlich sein könnte. Man sollte sich also auf den Moorrand beschränken und auf jeden Fall unbedingt Gummistiefel dabei haben. Aber wenn man das dann hat und sich mit dem Moor ein bisschen auskennt und sich da reintraut, dann kann man da mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, wirklich sehr großer Wahrscheinlichkeit, Cranberries finden. Und dass irgendwo ein Moor in der Nähe von so ziemlich jedem Aussetzungspunkt sein dürfte, da darf man auch fast von ausgehen. Moore sind eine absolute Allerweltslandschaft in British Columbia, und ja, damit ist also auch die Cranberry eine der verlässlicheren Nahrungspflanzen auf der Liste, die man ziemlich, ziemlich wahrscheinlich durchaus finden könnte. Und ja, also wirklich, wenn ihr die findet, dann seid ihr fein raus, weil die gibt es dann in Massen, also wirklich viele davon. Zumal das Moor wahrscheinlich relativ groß sein würde und man den gesamten Moorrandbereich im Grunde absammeln kann. Und da kommt schon was zusammen. Auch die werden übrigens wieder vom Bär gefressen. Es ist keine schlechte Idee, sich daran zu orientieren, was der Bär auch frisst, weil der hat ungefähr denselben Magen wie wir. Und was so ein Bär fressen kann, können wir im Regelfall auch fressen. Wir vertragen es vielleicht nicht ganz so gut. Unser Magen ist nicht so robust wie der vom Bär. Aber im Großen und Ganzen haben wir ein ähnliches Verdauungssystem. Und da kann man viel von Bären lernen. Also Bären und Beeren sozusagen. Ja, und so sieht das Ding dann aus in Einzeln. Die Früchte hängen wirklich an diesem winzig kleinen Stängel, in Anführungszeichen. Das Ding wird auch höchstens mal 20 cm hoch. Kann mir nicht vorstellen, dass die nennenswert größer, vielleicht mal ganz ausnahmsweise auch mal 30 cm. Aber dann ist auch Schluss und dann kann man die da so einfach einsammeln. Wenn wir jetzt sowieso schon imaginär durchs Moor stapfen, dann werden wir am Rande von den besonders feuchten Stellen im Moor auch da wieder mit Vorsicht hingehen, ja, mit etwas und immer zu zweit, dass der andere einen wieder rausziehen kann im Zweifelsfall. Wirklich eine Empfehlung wert, niemals alleine abseits der Wege im Moor rumstapfen, das ist wirklich ernst gemeint. Aber wenn man da unterwegs ist, dann findet man eventuell das Scheidenwollgras oder scheidige Wollgras, das wir hier jetzt nochmal schön sehen können von nahen. Die sind aber völlig unübersehbar als weiße Punkte in der Landschaft. Und diese weißen Püschelchen, die sind durchaus interessant und wurden historisch zum Stopfen von Matratzen, zum Füllen von Kissen und auch einfach zum Füllen von Bettdecken schlicht und ergreifend verwendet. Wer also prinzipiell noch irgendwie eine Folie übrig hat oder seinen Schlafsack aufwerten möchte, indem er den aufschneidet und zusätzlich noch Wollgras reinstopft als Isolationsmaterial und dann wieder zuknotet, was er aufgeschnitten hat, das ist kein Witz, das ist tatsächlich möglich und erhöht den Isolationswert von einem Schlafsack, sofern er dann noch einigermaßen Platz in dem ganzen Material, was da sowieso schon drin ist, kann es den Isolationswert eines Schlafsacks erhöhen. Und wenn nicht, wenn ihr irgendeinen Sack habt, irgendein bisschen Kleidung und diese mit Wollgras auspolstern wollt, dann gibt das ein wunderbares Kopfkissen und es kann selbstverständlich eben auch als Matratze genutzt werden, wenn man eine große Schicht Wollgras unter irgendwas anderes legt. Das fliegt sonst weg, das ist super leicht, also dieses wollige Material. Und ja, also das hat man früher häufig gemacht, dass man es genau für solche Zwecke eingesetzt hat. Ich wollte es der Vollständigkeit halber einfach mal erwähnt haben. Ist natürlich relativ mühsam und vermutlich wird dafür die Energie fehlen, aber ja. Ja, und Ben vor Ort hatte ja auch schon den giftigen Efeu erwähnt oder auch Gift-Sumach. Das ist das Zeug hier. Dazu gibt es einen schönen Merkspruch, nämlich der Blätter 3 geht ran vorbei.
Denn, wie gesagt, ein Kontaktgift, wenn du da reinläufst, hast du hinterher schwere Hautirritationen. Das ist so vielleicht eine der fiesesten Giftpflanzen, die wir vor Ort finden können. Der muss auch nicht da sein, ne? Wenn ihr Glück habt, ist er nicht da. Aber wenn er doch da ist, dann sollte man wirklich tunlichst vermeiden, da reinzurennen. Das ist auch so eine der ersten Sachen, die die Pfadfinder da oben als allererstes mal lernen. Wie sieht der Giftefeu oder der Giftsumach aus und was muss man beachten, um da eben nicht reinzurennen. Darum gibt es auch diesen Merkspruch mit der Blätter 3, geht dran vorbei. Ja, habe ich jetzt auch erwähnt. Nur der Vollständigkeit halber und wer da weggucken möchte, darf es gerne tun, weil jetzt kommt noch ein schönes Bild, wie das dann aussieht, wenn man doch reingerannt ist. Nämlich folgendermaßen, Achtung, gleich, 3, 2, 1 und so schaut das dann aus. Ich hatte auch schon ähnliche Blasen durch Riesenbärenklau. Das sieht so ähnlich aus, aber ist nicht lustig. So, und jetzt haben wir das gesehen und dann können wir uns nochmal hier unserer Kiefer zuwenden. Das ist die Bergkiefer, die kanadische Bergkiefer. So kann man sie nennen. Die hat diverse Namen, die in Frage kommen. Ich wollte das Bild nur deswegen nochmal schnell bringen. Findet ihr so eine Fläche? Das ist ein Kahlschlag. Das ist nicht natürlich entstanden. Das könnte aber zum Beispiel wirklich jederzeit auch neben einer Seven vs. Wild Location in British Columbia genauso eine Fläche geben, dann sind die hochgradig wertvoll für eben zahlreiche der eben diskutierten Pflanzen. Die können eben am Rand oder auf so einer Kahlfläche auch sehr gut zu finden sein. Daher nach Kahlflächen Ausschau halten, wäre noch so ein ganz entscheidender Tipp, den ich noch zum Schluss mit auf den Weg geben wollte, eben für das Finden von interessanten Nahrungs- oder sonst wie nützlichen Pflanzen. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit zum zweiten Mal, jetzt als Voice-Over-Ben und sage Tschüss und wünsche viel Erfolg für diejenigen, die es brauchen können in Kanada und für alle anderen ein schönes, was immer gerade ist und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.